Wir sind wieder zurück bei Fallout 3 und die letzte Folge hat ein wenig abrupt geendet, was mir im Nachhinein immer noch sehr leid tut. Allerdings ist das etwas, wofür ich im Grunde genommen nichts konnte, denn ja, Fallout 3 ist mal wieder abgeschmiert. Aber ich nehme das dem Spiel gar nicht übel, wie gesagt, das ist schon 6 Jahre alt und eigentlich auch gar nicht mehr dafür ausgelegt, auf Windows 7 oder auf Windows 8 zu laufen. Einfach aus dem Grund, dass es damals, als das Spiel entwickelt wurde, kein Windows 7 und auch kein Windows 8 gab. So. Naja, ist ja nicht so schlimm. Wir sind auf jeden Fall in der letzten Folge noch da unten. Lass mich mal gerade schauen. Wir packen mal gerade die Waffe weg, die brauchen wir im Moment nicht. Hier in dieses Gebäude reingelaufen, das hatten wir gehackt gehabt. Warum sag ich immer gehackt? Gehacktes. Ja, auf jeden Fall von Fort Bannister eben in den Hauptraum. Wir werden das jetzt nicht nochmal tun. Ich habe ja noch den Schnellspeicher-Dingens hier gehabt. Hier den da. Hauptraum Fort Bannister. Allerdings ist das so blöd gelegt, dass da drinnen noch ein Typ mit Flammenwerfer auf uns wartet, der direkt um die Ecke kam, als wir diesen Speicherpunkt dort erstellt haben, beziehungsweise als der Speicherpunkt dort erstellt wurde. Das heißt, im Grunde genommen können wir laden und wir sind sofort tot. Ich könnte euch das jetzt zeigen, aber ach, das ist Schwachsinn. Wir machen jetzt lieber regulär weiter. Boah, während meine Stimme irgendwie voll am Abscheißen ist. Das ist echt schlimm im Moment. Ich habe auch das Gefühl, dass ich eine Erkältung kriege. Ich weiß es nicht, ich versuche jetzt nur wieder ein bisschen in Voraus zu gehen mit Fallout, dass wir da auf jeden Fall safe sind, falls ich tatsächlich eine Krankheit bekommen sollte. Also falls ich eine Erkältung kriegen sollte. So, Whisky und Wodka brauchen wir nicht. Wodka. Oh, Blutpaket und Stimpack. Gerne doch. Und Schrotpatronen. Oh ja, geil. 12 Stück. Das ist perfekt für unsere Kampfflinte. Die im Moment, muss ich sagen, ja doch meine Lieblingswaffe ist. Die ballert ordentlich durch. Warte mal, können wir das trinken? Ist das gut, wenn man das trinkt? Wie viele Lebenspunkte gibt das denn? Oh, das hält aber schon gut auf. Scheißen wir jetzt einfach mal auf die Red-Punkte, die wir jetzt kriegen. Wir können uns wenigstens ein bisschen heilen. Das ist nicht schlecht, da brauchen wir keine Stimpacks oder andere Supplies für benutzen. Saufen wir einfach die Badewanne leer. So, ich glaube, da waren wir jetzt schon überall. Das heißt, wir ziehen einfach mal weiter. Wir sind ja im Moment noch... Was ist das da vorne? Alter, seht ihr das Hochhaus da hinten? Wie geil ist das denn? Boah, lass uns da mal hinlaufen. Wir müssen aber aufpassen, hier irgendwo befand sich zumindest in der letzten Folge, das sieht sehr ungesund aus. In der letzten Folge befand sich da hinten irgendwo noch ein Typ. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die da heißen, die das da besiedelt haben. Die haben ja einen Namen, so ein Trupp ist das. Ich weiß gerade schon gar nicht mehr, wie die hießen. Was rennt da vorne zur Hölle? Irgendwas schießt hier auch gerade. Irgendwas, oder? Irgendwer? Aber ich glaube nicht auf uns, oder? Die Schüsse werden lauter und sind auf meinem rechten Ohr. Oh. Supermutanten. Hi. Jagdflinte und Kaliberschuss. Nehmen wir mit. Aber wer oder was hat diese Mutanten getötet? Das frage ich mich gerade, weil eigentlich... Hey. Eigentlich sind die Supermutanten ja relativ stark. Also eigentlich. Ah, der Talent Company. Genau, Talent Company hießen die. Richtig. Genau so hießen die. So, ich frage mich aber immer noch, wer oder was ist für deren Tod verantwortlich? Die sterben ja nicht einfach so, schätze ich mal. Ich wollte eigentlich noch da unten nochmal schauen. Machen wir jetzt auch gerade mal noch, ob wir da unten in der Ruine noch irgendwas finden. Ruine Potsdam? Kennt ihr die? Das ist ein Fußballverein. Gott im Himmel. Boah, war der schlecht. Alter. Ist mir ein bisschen schlecht. Aber was genau ist eigentlich... Ach, das ist wieder so eine komische Fliege. Aber ich trau dem Brat... Doc Hoff? Hä? Wer ist das denn? Er ist auf jeden Fall ein freundlich Gesinnter. Wer ist das? Okay, pack mal die Waffe weg. Wir wollen ja nicht unhöflich sein. Hey, Doktor! Ah, willkommen, erschöpfter Reisender. Sie sehen so aus, als könnten Sie etwas Entspannung und eine chemische Aufmunterung gebrauchen. Ziehen Sie nicht weiter. Ich bin Doc Hoff, Lieferant feinster medizinischer Waren und chemischer Hilfsmittel.
Wie kann ich dienen? Cool. Ich würde gern etwas über die Handelskarawane hören. Ja, können wir eigentlich mal machen. Ich biete anspruchsvollen Ödlandkunden auf diskretem Weg Lebensmittel, Getränke und Medikamente. Ich lindere ihr Leid gegen Bezahlung. Ich habe keine richtige Zentrale, aber ich organisiere den Großteil meines Geschäfts mit Ernest Rowe in Canterbury Commons. Canterbury Commons, haben wir auch schon mal gehört gehabt von. Ich muss mal gerade mein Mikrofon ein bisschen... So. Canterbury Commons, hatten wir schon von gehört gehabt. Ich bin hier, weil ich was kaufen will. Sehen wir doch mal, was der gute Doktor in seiner Tasche hat. Ist natürlich total super, dass wir den jetzt treffen, wo wir keine Kohle mehr haben. Das ist wirklich toll. Scheiße. Okay, warte mal, die können wir zum Beispiel schon mal vertickhorn. Chinesisches Sturmgewehr haben wir auch zweimal, das können wir vielleicht reparieren. Macht das gut Schaden? Ja doch, das macht gut Schaden, das könnten wir vielleicht reparieren. Impulsgranaten, die sind eigentlich nicht so geil. Hat man in der letzten Folge, glaube ich, mal ausprobiert, die können wir auch mal verhökern. Boah, wir viele Jagdflinten. Wir verticken mal die beiden hier. Es reicht ja, wenn wir zwei haben. Die verwuscheln wir dann gleich wieder zusammen. Okay, dann machen wir mal gerade hier akzeptieren. Dann haben wir wieder ein bisschen Geld und können uns vielleicht ein paar Stimpaks kaufen. 7 Stück gehen wahrscheinlich nicht, oder? Nee. Aber 4. Jawohl. Okay. Supi. Danke, Doc. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Passen Sie auf sich auf. Ja, ich tue mein Bestes. Ich tue mein Bestes. Ach, guck mal, da ist noch einer dabei. Hey. Hallo. Moin. Ach, du bist nur die Wache. Okay. Warte mal gerade. Wie viele Stimpaks haben wir? Wir haben noch ordentlich Stimpaks dabei. Das ist super. Superst. Gepanzerter Waldanzug. 12. Oh, die hat 18. Okay, die behalten wir. Reparieren wir mal gerade. Abwehrmittelstick, chinesisches Sturmgewehr, zack. Heckenschützengewehr, zack. Hat man noch irgendwas gehabt? Ich glaube nicht, ne? Nee, hat man nichts mehr gehabt. Okay. Bitte weitergehen, der Herr. Ich möchte Sie nicht aufhalten. Bei Ihrem närrischen Treiben. Was? Ach, hier ist... Okay. Gut. Schauen wir mal weiter, ob wir hier vielleicht in den Häusern noch irgendwas finden. Ich habe ja irgendwie nicht so die Hoffnung. Oh, hier ist wieder Red. Das ist... nicht so geil. Aber auch nicht so schlimm, weil es nicht so extrem ist. Ich weiß ja gar nicht, stirbt man hier irgendwann, wenn man zu viel Radioaktivität abbekommt? Ich weiß jetzt auf jeden Fall, woher Rust sich das ein bisschen... Naja, ich will es nicht sagen, geklaut hat, aber... Oh, ein Haus. Bei Rust gibt es ja auch diese Red, also diese Verstrahlung quasi. Und was ist da hinten? Okay, eine Brücke. Bei Rust gab es ja auch diese Verstrahlung quasi und ich fand das auch immer so geil irgendwie. Ich weiß nicht, ich bin eh irgendwie, das klingt jetzt total strange, aber ich bin mehr so, ich bin so ein Strahlenfan irgendwie. Ich finde das auch immer sau interessant nach so einer atomaren Katastrophe, sag ich mal, solche Dokus dann. Zum Beispiel über Tschernobyl auch gucke ich super viele Dokus. Ich glaube, ich habe mittlerweile alle Dokus gesehen, die es über Tschernobyl gab. Freunde, wir können darüber alles reden! Freunde, wir... Alter, sind das Supermutanten? Ach du Scheiße, das sind Supermutanten. Auch noch 2 Stück. Okay, kurz schnell speichern und dann... Hey! Nimm deinen Stock da weg! Oh krass. So super war der jetzt aber nicht. Hundefleisch? Alter, was hat der für ein Fetisch gehabt? Okay, wir laufen hinter dem Baum, dann trifft er uns vielleicht nicht. Hi. Ich will nur, dass er näher kommt. Oh, wir sind ungeduldig. Hi. Auf den Kopf. Alter. Geil. Ich dachte, die sind immer voll hart, die Typen. Das sind ja voll die Naps. Die machst du ja einfach so weg. Krass. Ich dachte, die wären immer voll stark. Aber die werden wahrscheinlich auch noch stärker. Schätze ich jetzt einfach mal. Wir speichern gerade nochmal. Was haben wir denn hier? Oh, Glasnägel. Cool. Aber das ist ja schon ein bisschen eklig hier. Wie bescheuert. Bah, was haben die denn hier gemacht? Ist ja widerlich. Oh, Teddy. Teddy. Ich befreie dich. Okay, den Wagen kriegen wir leider nicht auf. Ist aber auch scheinbar keine feste Ortschaft hier. Also ist keine Ortschaft, die man entdecken kann.
War einfach nur so eine kleine Nebenkolonie scheinbar. Ist das ekelhaft. Hey, eine alte Mongo-Fliege. Na? Was ist los? Hm? Was ist das? Der ist super... Ah, heiliger Bimbam! Das ist ein ganz großer Scheiße! Hier gibt's sonst nichts! Hier gibt's sonst nichts! Geh doch bitte weg! Geh doch bitte weg! Geh doch bitte weg! Geh bitte weg! Geh bitte weg! Alter! Nein! Scheiße! Ey, wir machen dem null Schaden! Vergiss es! Vergiss es! Alter! Geh bitte! Alter Schwede! Ja, ich, Freunde, wir gehen. Ich will... Boah, Alter. Wo kam das Riesenvieh auf einmal her? Sieht man den hier irgendwo? Nee. Ich weiß nicht, wo der herkam auf einmal. Auf jeden Fall weiß ich, dass wir uns jetzt mal ganz schnell verpieseln. Bevor der wiederkommt. Mann, wieso drücke ich denn immer V? Hier, den da wollte ich doch. Na, du Kackarschfliege. Das ist eine Fliege, die tut uns ja großartig nichts. Die sind ja nicht so schlimm. Aber das Riesenvieh, ganz ehrlich, vor dem habe ich einen Heidenrespekt. Dem will ich ehrlich gesagt auch nicht nochmal über die Füße laufen. Also, bäh. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Alter, was für ein Monster. Ich glaube, gegen so einen kämpfst du auch am besten wirklich nur, wenn du irgendwie einen Rocket Launcher oder sowas hast, weil... Ja, weiß ich nicht. Ist eine Herausforderung. Aber wir haben dem auch gerade mit unserer Kampfflinte, die eigentlich extrem viel Schaden macht, einfach mal null Damage gemacht. Total krass. Nun denn. Gut, wir sind an einer kleinen Siedlung angekommen. Die hoffentlich nicht von dem Supermutant Behemoth-Typen da besiedelt wird. Okay, hier kommen wir nicht rein. Sieht aber irgendwie schön aus. Also, es sah wahrscheinlich mal sehr schön aus hier. Jetzt ist es hier nicht mehr so schön. Ist aber cool hier irgendwie. Hier ein kleines Auto. Sieht aus wie ein Käfer. Aber hier kommt man nirgendwo rein. Sind alle... Alles nur Texturenhäuser. Aber ich bin neugierig irgendwie, wo der Supermutant ist. Was eigentlich echt scheiße ist, weil... Naja... Ihr wisst schon. Ich speichere nochmal. Dann gehen wir mal hier runter. Da ist so ein Diner. Wo wir vielleicht... Supermutant? Kein Supermutant. Oh, da geht's in eine Metrostation runter. Cool. Gibt's denn hier irgendwas, was wir mitnehmen könnten? Wie zum Beispiel eine zerbeulte Blechdose. Ich freue mich. Und ich liebe ja... Oh, die Zündflamme nehmen wir mal mit. Ich liebe ja diese Amerika... Ich muss weg von hier. Sie brennen alles nieder. Nur mit der Ruhe. Ich bin gekommen, um zu helfen. Wer verbrennt was? Ruhe jetzt. Erstmal Klartext. Nur mit der Ruhe. Ich bin gekommen, um zu helfen. Sie sind alle tot. Greyditch ist vollkommen niedergebrannt. Diese Dinge. Sie kamen aus dem Nichts. Schnell! Sie müssen weg! Laufen Sie! What the fuck? Wer? Was? Wo? Wer denn? Ja, das ist die perfekte Art und Weise, um dagegen anzukämpfen. Setz dich einfach genau auf die Kreuzung und wimmer vor dich hin. Alter, was für ein Idiot. Wir haben eine Kartenmarkierung hinzugefügt. Warte mal gerade. Fort Bannister. Ja. Nur wo? Minefield. Super Duper Mord. Credit. Der ist doch jetzt nicht wirklich von hier unten nach hier oben gelaufen. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Cradish. Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal irgendwann hin, aber nicht jetzt. Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt, meine Freunde. Jetzt haben wir anderes vor, wie zum Beispiel die Metro Station Jury Street finden.
Coole Nummer. Aber wir werden da unten jetzt nicht reingehen. Sondern eigentlich wollte ich ja... Was ist das da hinten? Ich habe ehrlich gesagt noch ein bisschen Respekt vor diesem Supermutant, der hier irgendwo immer noch lauert. Ich möchte eigentlich ungern von dem abgeknallt werden, wenn ich ehrlich bin. Der abgeknallt, ich meine, irgendwie halt... Naja, sanft drum gebeten werden, dass ich doch bitte sein Privatgelände verlasse. Aber da kommt man rein in das Haus hier, oder? Hier, ne? Da kommt man rein. Gold Ribbon, Lebensmittelhändler. Hallo. Okay, erstmal auf die Theke jumpen, erstmal gucken. Briefbeschwerer braucht man nicht. Die Registrierkasse ist natürlich leer. Wie soll das auch anders sein? Was haben wir hier? Mentats. Nehmen wir mit. Eine Bärenfalle. So, so. Hier war also schon jemand aktiv. Oh, scheiße. Oh ja, gut. So ist auch gut. So, das Radio können wir ausmachen, das stört nur. Eine Schachtel Zigaretten, Zigaretten, Zigaretten. Nehmen wir alles mit. Waschbecken. Nein! Ja. Da steht immer aktivieren. Wieso steht da nicht trinken? Verstehe ich nicht. Oh, hier strömt irgendwo Gas aus, so wie das aussieht. Oh, das ist ein Geist. Ach nee, hier ist... Scheinbar ein... Nee, doch scheint ein Gasleck zu sein. Eine Statue? Und das sieht mir so aus wie eine Falle hier irgendwie. Warte mal. Keine Falle. Aber hier muss doch jemand leben. Ich meine... Wieso strömt hier überall Gas aus? Ich meine, es macht sich doch keiner die Mühe und tut hier irgendwelche Fallen aufstellen. Wenn es nicht einen Grund dafür gäbe. Aber scheinbar nicht. Gibt schon mal keinen Grund. Da hat einer schon mal Langeweile gehabt. Und so wirklich... Interessant ist es hier drin jetzt auch nicht. Ein Bügeleisen, nun ja... Hä, was war das gerade? Ach, das ist ein Nuka-Cola-Schild. Ich dachte gerade schon. Irgendwelche kryptischen Hinweise, irgendwelche kryptischen Zeichen. Hallo, wir leben noch. Befreie uns. Aus unseren Fängen. Aus unseren, keine Ahnung. Wir laufen gerade Richtung Mutant. Das möchte ich nicht. Das will ich wirklich nicht. Okay. Stell mich mal hier gerade aufs Auto. So. Weil ich hier auch total sicher bin. Und dann schaue ich gerade mal kurz, wie lange die Folge schon geht. Moment. 17 Minuten, na, das geht ja noch. Bei 20 kannst du wieder abschmieren. Nee, wäre schön, wenn nicht. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal weiter. Wir haben jetzt zwar noch eine neue Crest. Ja, wir haben eine neue Crest bekommen. Geil. Ist geil. Ein Augenroboter der Enklave. Und was haben wir da noch so? Ein Brahmin. Es ist ein freundlicher Brahmin. Das deutet meist darauf hin, dass es dort... gute Menschen gibt, die uns vielleicht nicht gleich an die Gurgel wollen. Wobei das auch etwas ist, was ich mir selbst nur einrede. Okay, hier gibt es aber scheinbar wirklich sehr viele Brahmins, die gut gesonnen sind. Ich hätte jetzt irgendwie gesagt, dass es hier auch Menschen gibt, aber irgendwie sieht es danach jetzt nicht so aus. Ich würde ja gerne zu diesem Hochhaus kommen, was wir da gerade gesehen haben. Ich frage mich, was das für ein Häuschen war. Das sah irgendwie echt beeindruckend aus. Aus der Ferne. Ich hoffe, wir laufen jetzt gerade richtig. Wo sind wir eigentlich gerade auf der Karte? Warte mal. Hä? Verdammt, wir sind falsch gelaufen. Also, falsch ist relativ, aber... Warte mal, jetzt habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Lass uns mal kurz auf den Berg da hochgehen. Scheiße. Da hinten ist das Hochhaus. Wo ist, welche Richtung ist das? In diese Richtung. Ah, okay. Wir wollten eigentlich Richtung Westen reisen. Aber, ach. Ich will zu dem Hochhaus da hinten. Ich finde das irgendwie cool. Ist eigentlich scheißegal, wo wir hinreisen. Hauptsache, wir erleben irgendwas. Ich spule mal gerade ein bisschen vor. Und trinke an meinem Kaffee. Köstlich. Okay, nochmal. Vielleicht mal zwei Stündchen noch, dann dürfte sie noch ein bisschen heller werden. Ja, es dämmert so ein wenig. Eine Stunde noch, komm schon. Yippie! Sonnenaufgang! Wunderschön, wunderschön.
Oh. Feinde. Ein Mr. Guzzi. Der uns natürlich gleich gesehen hat, ist ja natürlich klar. Mr. Guzzi, ne? Der sieht uns sofort. Boah. Ich bleib mal hier hinter dem Baum stehen. Ich fühle mich hier gerade ganz wohl. Hi. Daneben. Du schießt daneben. Daneben. Der kommt aber auch nicht näher, ne? Ah doch, da kommt er. Mr. Guzzi. Mr. Guzzi, haben Sie eine Uzi? Ich gehe mal hinter den Baum. Ah, Hilfe! Alter! Okay, eigentlich benutze ich Wets nicht so gerne, weil das immer abschmiert bei Wets. Aber in dem Fall ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht. Weil der Penner doch ganz schön stark ist. Der halt, also nicht stark, aber der hat einiges ausgehalten. Was hat er denn dabei? Altmetall. Brennstoff für den Flammenwerfer Energiezellen. Geil. Juhu. Und? Mir wäre es ja irgendwie lieber, wenn die Ratte hier leben würde. Weil, da könnten wir unser Dings ausprobieren. Unser Dings. Unser Dings. Oh, hier gibt's Kisten. Kisten, Kisten, Kisten. Hui. So, jetzt aber. Na, ist nur Scheiße drin. So, da hinten ist das Hochhaus. Da hinten sehen wir es schon. Jetzt bin ich auch schon wieder irgendwie gewillt. Ne, da lang laufen bringt nichts. Da kommen wir ja her. Ich will zu dem Hochhaus da hinten. Und da haben wir einen stinkenden Scheißhund. Der ist uns jetzt aber mal wurscht. Außer natürlich, er will auf der Fresse, aber nee, gut. Braves Hundi. Braves Hundi. Oh, was ist denn da unten? Sind wir hier in der Nähe von... Warte mal. Nee, kann ja gar nicht. Wir sind aber bald in der Nähe von Kraditch, hier wo wir... Hier wo wir hin wollten. Können wir vielleicht dann doch hinlaufen. Was war das? Alter. Oh, da unten wird geschossen. Alter, und da unten... Die kämpfen mit Flammenwerfern. Da gehen wir nicht hin. Schade, dass das Wetz nicht so weit reicht. Sonst hätte ich jetzt gerne mal geguckt, wer da unten sich gerade bekämpft hat. Wie gesagt, wir halten uns da mal dezent raus. Da unten kommen wieder Stinkefliegen. Alter, wie viele? Halt die Schnauze, verpiss dich. Geh mir nicht auf den Sack. Alte Miefliege. So. Vielleicht mal gerade einen... Oh, können wir reparieren hier, guck mal. Juhu. Gerade mal ein Stimpack reinhauen hier. Zack. Klink. Huch. Klingonen. Ha. Okay, wir sind wieder im Stadtgebiet. Und da vorne wartet ein hässlicher Scheißroboter auf uns. Hallo. Das Dumme ist, bis wir bei dem sind, hat er uns wahrscheinlich so viel Schaden zugefügt. Schnell speichern. Ach, guck mal, der war von dem Hund abgelenkt. Hi, Hund. Wir sind eine Killermaschine. So, wir nehmen alles mit. Alles her damit. Ja, aber die Kampfflinte ist echt mega nice. Ist echt ein Segen, dass wir die gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wo wir ohne die Kampfflinte jetzt wären. Wahrscheinlich nicht so gut unterwegs, wie wir es gerade sind. Oh, ein Ratskorpion. Aber wir lassen den Red Skorpion gerade mal Red Skorpion sein. Wobei, außer der kommt jetzt. Ne, er kommt nicht. Trotzdem würde ich mich interessieren, was das für eine kleine Siedlung ist. Also gehen wir doch hin und töten doch den Skorpion. Kommt uns ja zugute, denn bringt uns ja Erfahrungspunkte, ne? Da ist er. Ich glaube, für den brauchen wir auch nicht wirklich die Kampfflinte. Ne, den Stock auch nicht unbedingt.
Ach, der hilft uns. So. Hey, you little scorpion sucker. I cut your ass. Ich mag diese Roboter, die bringen immer so schöne Musik hier. Finde ich schön, ich mag diese Robotoren. Eine Maulwurfsratte, hey! Don't give me that. Don't give me that. Erfüllt das Abwehrmittel an 3 am Maulwurfsrad. Ach, cool. Fette Nummer, ja. Ich mag auch diesen Vault Boy, muss ich ja sagen. Okay, jetzt aber genug gequatscht. Wir wollen jetzt mal weitergehen. Das kommen wir nie bei dem Hochhaus an. Was durchaus sein könnte, weil man bei Fallout irgendwie in allen Ecken und Enden was findet. Da brauchen wir nicht nachladen. Okay, und dann holen wir uns die Kampflinte wieder hier ran. Kampflinte, da ist sie. Hui, 11 Schuss nur noch. Hilfe. Ach, natürlich. Was? Was auch sonst? Okay, warte. Wir heilen uns kurz. Warten, bis der ein bisschen daran ist, der gute Kerl. Und wisst ihr was? Den kleinen Roboterfreund dort hinten und das Hochhaus erkunden wir leider erst in der nächsten Folge. Tschüss! Krieg. Krieg bleibt immer gleich. Tja, ja, in der Welt von Fallout 3 tobt der pure Kampf ums Überleben und was wissen wir von diesem puren Kampf ums Überleben? Der Stärkere gewinnt. Und in dieser Folge mussten wir erfahren, dass es leider auch noch stärkere Leute gibt, als wir mit unserer Kampfflinte, und Leute meine ich in dem Fall einen Supermutant Behemoth oder Behemoth oder wie man die ausspricht, keine Ahnung, auf jeden Fall ein riesiges, riesiges Vieh, was uns ins Jenseits geprügelt hat mit nur einem einzigen Treffer. Oder zwei Treffer, ich weiß es nicht, auf jeden Fall ein Vieh, mit dem wir uns nicht unbedingt nochmal anlegen sollten. Das machen wir dann wirklich später, wenn wir vielleicht einen Raketenwerfer oder sowas haben, mit dem wir auch ordentlich Damage machen. In der nächsten Folge schauen wir nochmal, wo es lang geht. Auf jeden Fall gehen wir nicht mehr zu diesem Ort hin. Das könnte nämlich wieder tödlich enden. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit am Start, wenn das heißt Let's Play Fallout 3. Bis dahin.